Und wir starten herrlich hinein in diese neue Woche. Wunderschöne Bilder erreichen uns heute Morgen schon aus Wien. Es gibt zwar einige Wolken, diese bleiben aber definitiv harmlos. Es erwartet uns ein wunderbarer Sommertag heute mit Temperaturen bis zu 30 Grad. Was bedeutet das für Europa? Hochkontra liegt über Mitteleuropa und sorgt über weiten Teilen des Kontinents für trockenes und ruhiges Wetter mit viel Sonnenschein. Zwischen der Balkanhalbinsel und dem Schwarzen Meer sind aber teils auch heftige Gewitter unterwegs. Sehr heiß wird es auf der Iberischen Halbinsel, 39 Grad in Madrid, 36 in Lissabon, 29 Grad werden es heute in Italien, in Rom. In Österreich viele Hochnebelfelder und es ziehen auch einige Wolken durch. Diese bleiben aber weitgehend harmlos. Heute wird es keine Regenschauer geben. Temperaturen von 29 Grad am Bodensee bis zu 28 Grad am Neusiedlersee. 30 Grad werden heute in der Steiermark erreicht und 36 Grad, richtig heiß, kann es in Lienz werden. Die 24-Stunden-Prognose im Westen, bis zu 34 Grad heiß heute. Das ist ein richtig heißer Sommertag, der da heute bevorsteht und nur harmlose Quellwolken. Ebenso im Osten nur harmlose Wolken, nicht ganz so heiß, ein bisschen gedämpfter mit maximal 27 Grad am Nachmittag. Und es erwartet uns dann eine Tropennacht. Im Westen die nächsten Tage, morgen ebenfalls noch schön mit 27 Grad, am Mittwoch ein kleiner Einbruch, geht es kurz runter mit Schauern auf 25 Grad, danach wird es wieder besser. Richtig heiß wird es morgen im Osten mit 30 Grad maximal, 28 Grad dann am Mittwoch und dann bleibt uns der Sommer auch den Rest der Woche erhalten.